In einer Zeit, in der man gemeint hat, durch Aufklärung, durch Wissen und Wissenschaft allen Problemen des Weltdaseins beikommen zu können. Eine Zeit, in der man die Einstellung des Menschen zur Unendlichkeit, seine Religion höchstens geduldet hat, vielfach nur mehr belächelt hat. Eine solche Zeit materialistischer Einstellung, die den Einzelnen nach den damals herrschenden Theorien zur restlosen Ausnutzung all seiner Macht, auch seiner Geldmacht berechtigten. In der Zeit wurde ein großer Teil des Volkes zurückgedrängt und hat sich mit Recht unterdrückt gefühlt. Und so ist dem Zeitalter des Liberalismus, dem Zeitalter der Willkür und der reinen Macht, ein Zeitalter gefolgt, das seinem Ideengang nach nicht weniger materialistisch war, das ebenso ohne Gott und ohne menschliche Verbindung einfach rein formalistisch, organisatorisch die Übel dieser damaligen Zeit heilen wollte. So kam die Epoche des Marxismus, die Epoche des mindestens ebenso brutalen Materialismus. Und in der Zeit ist die Menschheit dank der Erfolge, die sie auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik errungen hatte, ist die Menschheit, möchte fast sagen, hochmütig und größenwahnsinnig geworden. Und als Antwort auf die Zeit, in der man gemeint hat, alle Weltprobleme lösen zu können, allen Weltgeheimnissen und allem Sinn nach dem Dasein mit Formeln und logischen Schlüssen bereits nahegekommen zu sein, kam eine der größten Katastrophen, die die Menschheit erlebt hat, der Weltkrieg, den wir selbst alle mitgemacht haben. Und nach dem Weltkrieg ein wirtschaftlicher und noch viel mehr geistiger und seelischer Zusammenbruch, wie er seinesgleichen kaum ohne Beispiel dasteht. In der Zeit wurde auch in Österreich die neue Heimat aufgebaut entsprechend der geistigen und seelischen und wirtschaftlichen Verfassung dieses Landes. Und mühsam ist es den Vertretern der bodenständigen Bevölkerung gelungen, zu verhüten, dass krasser Materialismus, gottloser Marxismus die Alleinherrschaft in unserer Heimat angetreten hat. Aber nicht konnte damit verhindert werden, dass diese Geistesrichtung doch durch mehr als ein Jahrzehnt die Entwicklung, wirtschaftliche und seelische Entwicklung unserer Heimat faktisch bestimmt hat. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die sozialen Spannungen und noch mehr die politische Verhetzung haben in unserem Heimatland in den ersten 14 Jahren ein wirkliches vaterländisches Gefühl, wirkliche Heimatliebe kaum aufkommen lassen. So hat diese Regierung, in der die vaterlandstreue Bevölkerung sich vertreten fühlt und fühlen kann, es übernommen, der wirtschaftlichen Schwierigkeiten Herr zu werden, den sozialen Frieden in dem Lande wiederzugeben und auch seelisch dieses Volk neu aufzubauen, die Liebe zur Heimat wieder lebendig zu machen. So stehen wir vor dem Neubau unserer Zeit. Wir werden auf wirtschaftlichem Gebiet und in der Sicherung des Friedens konsequent weitergehen. Wir wollen in der Abwehr jeweils so weit gehen, als man uns dazu zwingt. Darauf kann man sich aber verlassen, dass wir jeder Situation gewachsen sind. Wir richten an alle Österreicher den Appell, Einsicht zu bewahren, nicht falschen Hoffnungen nachzulaufen, sondern treu zum Vaterland zu stehen. Die Zeit liberal-kapitalistischer Gesellschaft und Wirtschaftsordnung, die Zeit marxistischer Volksverführung, die Zeit demagogischer Volksführung und absoluter Parteienherrschaft ist vorüber. Wir wollen den sozialen, christlichen, deutschen Staat Österreich auf ständischer Grundlage
unter starker autoritärer Führung.